Jo Leute, Schafzahn hier. Ja, es ist eine lange Zeit her, ich habe mir eine kleine Auszeit gegönnt und jetzt hier den Zweitkanal erstellt, auf dem ich den Content mache, auf den ich mal richtig Bock habe, nämlich Rust Videos und Rust Movies. Ich wollte mich da schon immer mal an dieses Projekt ranwagen und werde es jetzt endlich umsetzen. Ja, das ist ein kleiner Server gewesen, wir wollten eigentlich uns eher auf ein Video vorbereiten, aber hätten nie gedacht, dass es so spannend werden kann auf einem Low-Pop-Server mit ein paar Regeln und naja, seht selbst. Ich versuche jetzt weiter den Content zu bringen, gerade im Rust-Bereich habe ich mega Bock drauf, gerade diese Videos. Ich hoffe, wir haben eine coole Zeit, ich hoffe, es wird recht geil und falls euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen da und abonniert diesen Kanal. Also, jetzt viel Spaß im Video. Ah, stimmt, die Lichter haben sich verändert an den Monumenten. Stimmt, es soll düsterer sein, ne? Ja, ich bin gerade hier im Supermarkt und es sieht echt düster aus. Bist du Oxums? Genau, ja, da bin ich. Ich habe die Green Card schon eingesagt. Oh, ich habe eine große Batterie gefunden. Lol, erste Kiste, große Batterie. Let's go! Oh, ja, ich komm. Ich sehe da vorne schon was reiten auf dich zu. Auf mich zu? Oh, shit. Ich habe ein Messer. Ah, ich sehe ihn. Warte mal. Noch einer hier vor mir. Neben mir läuft auch einer. Komm, noch 10 Stoff für den Bogen. Noch 10 Stoff für den Bogen. Nice. Ah, bist du das? Ich laufe hier gerade. Ich laufe auf Oxums zu. Baust du was ab? Okay, da ist jemand, da läuft jemand anders noch auf uns. Da baut jemand ab. Vor mir. Ich kill ihn gleich, aber ich muss noch kurz auf meinen Bogen warten. Er ist ein bisschen lost, glaube ich. Er kommt zu dir rein. Ja. Bist du das? Im Klamotten? Ja, bin ich. Er ist rein, links. Okay, Er hat ein Messer. Ja. Hab ihn. Nice. Perfekt. Let's go. Das bei. Oh, die Lichter schauen richtig sick aus. Aber sehr düster. Ja, wir müssen los. Hier hinten läuft schon wieder ein Naked. Jungs, lasst mich einfach, ich bin noch Naked, ey. Einfach aus Prinzip. Wir warten noch nicht, Spike Nest müssen. Bin nett. Was? Warum sind die denn gleich alle so traurig? Mit Holzspeer, davon läuft einer. Er hat Speer. Bogen. Er hat mich hit. Ich bin knock. Komm, den kriegst du. Nice. Nimm mich gleich auf, genau. Wunderschön. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dem Bogen, ich bin ehrlich. Oh. Let's go. Machen wir kurz ein paar Bandages, weil ich habe 5 HP. Hat er Essen? Oh, nichts drin. Nee, Essen hat er nicht. Ja, nimm mal mit für Metall und so. Holzspeer ziehe ich ihn ab und Wasser trinke ich. Ich muss noch schnell mich ein bisschen heilen. Ja, ich auch, am 5 HP. Da ist jemand abfahren. Siehst du ihn? Oben? Mein Pferd hängt. Er hat einen Bogen. Ich gehe über ihn. Er will mich. Was ist mit dir los? Oh mein Gott, Sven, den musst du jetzt aber looten. Ich bin voll. Oh lol! Geil! Aber den Eisbär sollten wir, glaube ich, holen. Hast du genug Pfeile? Wir haben Pferde. Wir haben Pferde, das ist gut. Dann kriegen wir ihn. Zweimal gehittet. Einmal. Treibjagd! Juhu! Oh, okay, Leute, ist. Hi. Können die Pfeile nehmen? Schon mal 2 Öfen. Hat sogar gepasst. Leute, ich mach gleich Fuel komplett. On the way! Da läuft einer vor uns, an der Straße, gegiert. Lass den holen. Okay. Meinst du, ich treff den? Nice. Ah ja. Nee, brauchen wir jetzt noch nicht, oder? Nein, mach weg. Okay. Ah, nur so Schrott. Hier ist einer mit Bogen. Oh. Shit, ich komm. Er ist auf der anderen Seite.
Er hat mich hit. Hab ihn hit. Oh, neben mir. Neben mir einer. Fuck. Er hat mich. Ich seh sie nicht. Akio, hier unten. Hier unten, er lootet mich. Er lootet mich. Einer lootet mich. Einer hit. Es sind zwei. Der eine hat jetzt meinen Bogen. Komm schon, Spiel. Ach komm, ich muss mich hier aufstehen. Ja, jetzt einen Schlafsack. Einen hab ich. Nice. Hol dir den zweiten. Komm schon. Wo spawn ich denn? Nein! Der andere habe ich in zwei Hits gegeben. Tut mir leid. Das war also unsere erste Begegnung mit der Gruppe Freezy. Naja, man wird halt gehackt. Aber wir zwei wussten genau, da geht noch was. Also spawnten wir neu und machten uns auf den Weg, um vielleicht die ein oder andere Sache zu retten. Ich gehe mal nochmal zu der Tankstelle, vielleicht liegt noch was dort, beziehungsweise die Pferde stehen noch. Ja, ich versuche es weiter dahin zu kommen. Ich kann nicht mal das Spiel. Ja, hier liegt sogar noch Zeug. Ja, perfekt. Ich doch alles Wichtigste mitgenommen. Das ist ein Strapper da auch vergessen. Mich haben und sogar noch eine Green Card. Oh, nice. Die sind bei mir. Ah, perfekt. Dachte mir nämlich, dass wir die vielleicht noch treffen. Ja. Bin unterwegs. Ich sehe unser Pferd. Ich seh sie noch, vor mir. 320. Jetzt wird's Nacht, jetzt kann ich noch schlechter. Da, siehst du die Fackel? Ja, ich seh's. Ich seh's. Ich komm. Einer Hit, my Binock. Einer auch Hit. Einer ist innen drin. Er kommt raus, er kommt zu dir. Hab ihn Hit. Hab ihn nochmal Hit. Wo ist er? Er haut ab. Nice. Ja, das sind die. Nice. Der andere liegt noch hier. Hier. Ich mach Fackel an. Jetzt musst du schreiben, danke mit Herz. Ah, der liegt hier, genau. Wie heißt denn der Server? Community Heroes. Das ist was? Jemand anderes, Sven. Was? Hier müsste noch einer sein. Das sind drei. Weil ich hier habe ich leer geräumt. Der heißt anders. Wo hast du den anderen gelootet? Hier. Den anderen, den habe ich hier gelootet. Und da liegt halt hier auch noch was. Muss man ja, der musste noch was in den Farm. Er war naked mit dem Bogen. Ich habe keinen Platz mehr. Wirklich nicht. Ich nehme mit. Ich sag ja, so ist es halt in Rust. Manchmal gewinnst du und manchmal verlieren die anderen. Nein, wir hatten Glück, dass wir die Lümmel nochmal gefunden hatten. Und jetzt wurde es Zeit, den Bauspot zu sichern. Allerdings war das nicht ganz so leicht, wie wir es dachten. Ich wiederhole nochmal vom Anfang. Der Plan war eigentlich, ruhig zu spielen. Unseren Anfängern was zu zeigen. Leider war das nicht ganz so möglich. Das Gute, wir haben auch noch die Straße, also wir haben schon viel Scrap. Wo ich wollte halt eben nicht so nah an die Steine ran, weißt du? Ja, aber wenn wir dann sowieso einen Shooting Floor haben, lass halt dann den Eingang. Was ist denn das da hinten? Das ist so viereckig. Ist das nicht schon was? Hä? Stimmt. Ich glaube schon. Vielleicht ist das Twig. Lass mal gucken. Ey, Digga, wie schnell sind die hochgekommen? Aus Stein oder aus Ding? Stein. Ja, Codelock und alles schon. Das ist ein Problem. Noch? Ich habe schon gedacht, die ignoriert mich hier, weil ich die ganze Zeit geredet habe. Wir schaffen die schon. Noch im Session, gleich fertig. Ja, ich gehe mal gucken. Ja, bei mir steht rechts oben Performance Warning, irgendwie, dass mein Computer bla bla bla, have less than 10 GB of RAM. Und ich soll auf eine Map gehen, die kleine. Die sind draußen. Im Pferd. Einer. Schleich mich an. Ich hab alle das gute Zeug gesehen. Ja, er hat mich gesehen, ich musste schießen. Ich will die Pferde schlachten.
Ah, er braucht Fuel. Er ist hinter der Base, aber er ist nicht alleine, mit Sicherheit nicht. Er hat auch nichts dabei sonst. Ja, ich sehe ihn. Ja, er hat einen Codelock. Sicherlich. Er kommt. Ja, er ist noch. Oder auch nicht. Wen denn? Clade Calibrax. Kenn ich nicht. Oh, ich werde angeschlossen. Von wo? Ah ja, am Stand 340. Ah ja, er war mit dem Pferd unterwegs. Er ist nicht gut. Er zieht durch mit dem Pferd. Oh, hinter dir auch noch. Auf dem Berg. Ja, pass auf. Hab ein. Ah ja. Der andere ist durchgezogen mit dem Pferd, der hat 100 pro Loot. In welche Richtung? Ist es der mit Gear? Hier ist eine kleine Base. Ja, war klar. Ah, ich hab gechoked. Oh, er will dich. Er will mich schlagen. Hab ihn. Nice. Weißbierzentrale. Nachdem wir nun auch die Gruppe um Weißbierzentrale kennengelernt hatten, wurde es wirklich Zeit, die Base zu bauen, um ein bisschen Process zu bekommen. Evie schließte sich dann auch uns an, nachdem ihr Internet wieder ging. Und wir konnten endlich die Base aufbauen. Naja, doch mehr Trouble als gewollt. Hierzu muss ich noch erwähnen, dass wir alle Vollzeit berufstätig sind. Also bis auf Akio, der geht noch zur Schule. Deswegen sind einige Parts nur manche von uns online, beziehungsweise es springt etwas. Ich versuche das alles irgendwie zusammenzufassen, dass es dann doch irgendwie einen Sinn gibt, aber es könnte sein, dass die ein oder andere Passage vielleicht ein bisschen komisch vorkommt. Wenn zum Beispiel die Base plötzlich fertig ist, weil ich erst am nächsten Tag am Abend wieder da war. Also, nur damit ihr Bescheid wisst. Unser letzter Mann hatte zu der Woche sogar noch Nachtschicht, also er hat nachts sehr viel geleistet und dann tagsüber bzw. in der Früh gespielt. Ja, zum Wochenende hin wird es dann besser, also ihr werdet sehen, da sind wir dann alle aktiv. Boah, ich war... Also, oder wir gehen mal kurz Lounge, dafür reicht's. Lass mal Lounge gehen, da sind viele Kisten. Die nächste Phase war eigentlich mehr oder weniger etwas unspektakulär. Wir farmten ein paar Ressourcen, looteten unter anderem Lounge, packten ein bisschen unsere Nachbarn ab und versuchten eigentlich so schnell wie möglich eine Waffe zu bekommen. Das war dann doch tatsächlich etwas schwerer wie gedacht. Somit entschlossen wir uns, das Ganze einfach über einen Tech-Tree zu lösen, da wir genug Scrap hatten. Und plötzlich war die Crate am Kraftwerk, unseren Main-Spot. Ich und Akio machten uns natürlich gleich auf den Weg. Die Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen. Wo bist du? Direkt an der Crate? Mhm, ja. In so einem Zugcontainer drin. Bitte lass was Gutes drin sein. Wie lange ist noch? 6 Minuten. Ja, vielleicht ist echt nicht aufgefallen, weil Cargo ist raus. Ich schau mal, wo der Loot Drop, der ist echt. Weil die mit der Tommy, die sind safe auf Cargo gegangen. Wo ist der Loot Drop? 260. Ich seh ihn gar nicht hier drin. Ich glaube, der ist sogar angefordert von den Tommy-Leuten, ne? Meinst du? Der fliegt genau dahin, ja. Ja, könnte schon sein. Glück gehabt, irgendeine Kiste. Für die läuft der YB absolut krank. Wie lang noch? Warte, ich sehe jemanden. Ja, ich sehe noch. 100. Hab ihn gesehen, 20. Hab ihn gesehen. Kann mir gleich helfen. Ich hab einen Hit gegeben. Ich denke. Nochmal Hit. Er läuft nach links, links von dir. An diesem. Noch ein Hit. Maybe dead. Tot. Aber Freezy wurde noch. Ja. Mhm. Oder? Oh. War das? Nee, das waren die da unten. Oh, er hat ein Ding dabei. Was? Wie heißt's? Tank. Und, ah, warte, da ist jemand, 220. Oh, komm. Hit. Crate dürfte gleich offen sein. Er läuft noch innen. Ja. Nochmal Hit. Nochmal Hit. Nochmal Hit, down. Nice. Er hatte eine Tauchflasche. Schau mal, er könnte was haben. Er hat den Python. Er hat den Hessi an. Ist offen. Okay, ist offen. Ja. Okay. Die gucken. Kann man nicht. Ja, schau rein. Oh, krass, damn. Aber die Rüstung. Wollen wir. Ja. Nee, immer noch nicht. Nee, der könnte bei mir droppen. Der fliegt durch.
Er muss hier droppen. Wie geht das denn noch nicht? Nein, nein. Wir schnackst. Er muss jetzt. Es ist gleich zu Ende. Vielleicht hat er schon. Nein, nein, es ist nichts. Er muss droppen. Ich sag's dir, Akio, ich schau gerade. Ja, schau. Ah, den hole ich. Die haben die ganze Zeit gekillt. Ja. Ah, das sind Schwäche. Ich bring jetzt mal das Waffenhit nach Hause. Ah, hier ist eine Base, der ist angefordert. Oh, schon. Nicht gut. Aber ich hab den einen nicht erwischt. Okay. Oh Mann, hier sind mehrere Leute. Das war echt spannend. Oh, ich hab den einen sogar gekillt. Wieder Hit. Jetzt gleich wird spannend. Ich krieg gleich wieder los. Achso, kann ich ja gar nicht. Aber diesmal nehme ich einen Hairstein. Einer raus. Tommy. Nice. Wir können es jetzt eigentlich schon mit der Deppen, oder? Ja. Ich hoffe, Frau. Shotgun war auch noch drin. Krieg ich wieder Bogenschüsse. Wo? Ach, von da. Oh, muss nachladen. Ja, ich gehe. Scheiß drauf. Nachdem wir den Loot-Drop für uns entscheiden konnten, ging es ab zum Kanalisationszweig. Eine Blue-Card musste her, denn wir hatten seit Anfang des Vibes einfach kein Glück. Und da Kraftwerk vor der Tür stand, war das natürlich der richtige Play. Eventuell dann auch Red-Card-Runs zu starten. Oh, schaut gut aus. Hier, das Ding ist zu. Bitte, ich will doch gar nicht mehr. Ich will einfach nur schnell dieses Ding haben. Mehr will ich gar nicht. Ich glaube, es ist gespawnt. Oh, das ist gut. Bingo. Schauen wir mal, ob die Blue Card gleich da ist. Wichtigste. Ja. Let's go. Nice. Big. Let's go. Was ist das? Hey, geht naked in... Was? Glaube ich nicht. Okay, ich habe ein Problem. Scheiße, ich finde den Ausgang nicht. Ach. Oh, Millie Crate. Oh, Big. Was? Ölraffe. Oh ja. Hinter mir einer. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt gehen wir die Muni aus. Bei mir war auch einer, aber irgendwie ist jetzt sich weg, hä? Gelootet. Oh Mann. Jetzt sockt mir hier das ganze Kraftwerk leer. Crates hat mir schon wieder jemand leer gelutscht hier.
Kein Scheiß. Also Kraftwerk lutscht irgendjemand die ganze Zeit leer, ne? Oh ja. Ja, ich glaube, dieser Holz, der müsste schon irgendwo hier leben. Ich glaube auch, wir müssten mal nach hinten ein bisschen gucken. Ich glaube, der ist vielleicht nur irgendwo. Ich hoffe, wenigstens Blue Card Room ist da. Also Green Shop sieht jetzt gut aus. Ist nicht so lecker. Oder? Wow. Ja, man ist bei Bradley. Die machen Bradley. Mhm. Und dann kam es. Der erste Boom auf dem Server. Naja, also es war halt Bradley. Aber das konnten wir nicht einfach so stehen lassen und mussten natürlich gleich rüber und mal schauen, ob wir den einen Play machen können. Also schnappten ich und Aki unser Zeug und gingen gleich mal rüber. Nachschauen, was da abgeht. Hä? Also langsam glaube ich wirklich, also keine Ahnung, was das war. Was wir uns verhört haben, aber ihr habt doch einen Boom auch gehört, oder? Einen Raketenboom. Also ich habe es wieder nicht gehört, keine Ahnung, was mit meinen Audioeinstellungen sind. Also ich habe Bradley schießen und dann einmal... So das Typische halt. Hier hat auf jeden Fall einer gelootet. Legt noch was am Boden. Aha. Rechts am Berg, rechts am Berg, rechts am Berg. Okay. Ah, ich sehe 250. Ich muss gleich schießen. Bradley ist gleich in meinem Rücken. Ich muss auf ihn zu. Kommst du irgendwie besser ran? Versuch's. Sieht mich nicht. Scheiße. Er sieht mich nicht. Er geht runter. Er ist am Fass. Hat mich, glaube ich, gesehen. Hab ihn Double Headshot. Out. Noch einer vor mir, close. Bin dead, full dead. Er ist am Berg, am Stein. 10. Hab ihn. Nice. Schnapp dir das Zeug und lauf mir entgegen. Noch einer! Oh nee. Nein, MP5, was? Oh. Ich bin tot. Unlucky. Einfach outnumbered. Naja, was will man machen? Naja gut, ich und Akio dachten uns, so leicht können wir das nicht aufgeben. Also machten wir uns nochmal ready, nochmal auf dem Weg zur Lounge und hofften, unsere Gearsets zu retten. Ich glaube, nur der eine mit der MP5 kann ein bisschen was. Der Rest ist so Anfänger und rechts von mir läuft einer Scheiße. Zwei. Mit SARS. Oh, nee, einen habe ich schon. Einen hast du, das voll? Ich bin dead. Er headshottet mich. Ach, fuck, ich Freezy. Es ist nur noch der. Der andere ist noch. Oder auch tot. Ich hab ihn. Nice. Dick. Aber der hier liegt auch noch eine Star. Oh, er ist richtig voll hier. Ja, der andere war auch richtig voll. Aber echt wenig Muni, ne? Ja, ich hab für die Star noch Muni. Keine Ahnung. Ich geh mit 2 Waffen, weil 4 Muni ist nicht mehr da. Ja, reicht schon, der Rest. Scheißegal. Ja, Bradley ist gleich ausgebrannt. Wenn wir jetzt Pech haben, laufen wir auf eine M2. Zug. Was denkst du, ist der? Oh, ein Tor. Oh, fuck. Jetzt wird's schwierig. Aber er hat nach oben gezielt. Vielleicht hat auf dich geschossen. Nicht so gut drauf. Und vielleicht laufen sie aus rum. Die werden hier vorbeikommen. Wir sollten sie abpassen. Von den Steinen aus. Da haben wir die besten Möglichkeiten mit Deckung. Er kommt raus. Hab ihn Hit. Schön. Hab einen. Wunderschön, ich komme dazu. Bist du das? Ja, ich komme gerade an der Mauer. Ich glaube, ich habe gar niemanden in. Da kommt einer rein! Dead. Was? Bist du in der Tür? Links, glaube ich, habe ich Steps gehört. Der M2-Typ fällt. Ich muss schnell hier holen.
Ich hab einen Rocket Launcher. Nice. Hast du die M2? Nein, er hat nicht die M2 gehabt. Ach, das ist okay. Pass auf, der andere kommt gleich. Ah, hinter mir. Bin dead, bin full dead. Ich auch. Wie, du bist dead? Instant. Wie, ja, du bist dead? Ach komm, der hat doch auf mich geschossen, dachte ich. Ja, der hat uns, aber der hat gleichzeitig auf uns. Hä? Sind wir beide an den Loot-Geiern gegangen? Nein, ich wollte gerade außerhalb von der Mauer laufen. Ah, und der hat mich gehatcht. Wir beide bekommen. Ach nee, schon. Wir waren in einem Winkel, weißt du? Und ich war gerade im Menü, weil ich eigentlich nur Muni gesucht habe, weißt du? Das war's leider dann schon mit Tag 1. Leider konnten wir Bradley nicht für uns entscheiden. Dieses Mal. Ja, ein bisschen craften, ein bisschen farmen und dann war der Tag auch schon zu Ende. Es war ein Donnerstag-Swipe und ich musste Freitag wieder raus. Demzufolge haben wir dann nicht mehr viel gemacht und ich bin relativ zeitig ins Bett. Aber Tag 2, 3 und 4 haben es richtig in sich. Da könnt ihr euch auf viele coole Sachen freuen. Nur noch zum Abschluss, wenn euch das Video gefallen hat, haut auf jeden Fall einen Daumen raus und wenn ihr Teil 2 und 3 sehen wollt, abonniert den Kanal. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Vor mir. Bei irgendwann kommt das Same Size, ne? Ja, bestimmt. LOL, also der übertreibt halt echt. Der riesige Surface ist das. Oh nee, jetzt wird's eklig. Die sind da außen. Mit Walls, einer gehit. Ich muss noch einen holen. Ich sitze hier fest im Wasser, bin kurz vorm Erfrieren.